Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2023 für den Aszendenten Steinbock. Bevor wir loslegen, zwei wichtige Hinweise. Zum einen hast du nur noch bis Ende Januar die Gelegenheit, dir eines der letzten Exemplare zu sichern von deinen Sterne für 2023, wenn du damit durch dieses Jahr navigieren möchtest. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Ebenfalls findest du dort auch Informationen, wie du dir den Aszendenten selbst berechnen kannst, falls du deinen Aszendenten noch nicht kennen solltest. Gut, dann lass uns loslegen und wir sehen bei dir auf einen Blick, dass sehr viele Planeten sich im zweiten, dritten und im vierten Haus befinden oder dieses beeinflussen. Das heißt, diese Lebensbereiche sind wichtiger für dich. Dort ist mehr Fokus, dort geht mehr Energie hinein. Und generell, die linke Seite ist sehr, sehr stark beeinflusst bei dir, die rechte Seite kaum. Das bedeutet, es geht bei dir generell mehr um alles Innere, was mehr mit deiner Person, mit deinem Wesen zu tun hat und weniger um das Außen. Die rechte Seite steht für das Außen, den Beruf, die Öffentlichkeit, Freunde und so weiter. Und die linke Seite steht mehr für das Innere. Wir legen los mit dem Merkur. Der Merkur ist das erste Drittel im Februar im ersten Haus zu finden. Der Merkur möchte immer Informationen haben, etwas planen, etwas forschen, etwas managen. Das betrifft jetzt die Bereiche des ersten Hauses. Da geht es um deinen Körper, eine Ernährungsumstellung. Wenn du eine vorhast, passt sehr gut in diese Zeit hinein. Oder generell dein Leben besser zu planen, besser zu managen. Du kannst dir auch viel Informationen aneignen, die dir helfen, deine Persönlichkeit besser zu erkennen und zu entwickeln. Freunde können wichtiger werden. Deine Selbstständigkeit kann wichtiger werden. Und der Merkur regiert bei dir über das sechste Haus. Das ist das Haus der Gesundheit, das Haus der täglichen Arbeit. Also auch damit wirst du dich intensiver beschäftigen und natürlich auch mit deinen Talenten und Fertigkeiten. Die anderen zwei Drittel haben wir den Merkur im zweiten Haus. Jetzt geht es darum, deine Finanzen besser zu managen, deine Ressourcen, deine Verantwortungsbereiche. Du kannst auch deine Talente und dein Wissen verstärkt einsetzen, um damit Einnahmen zu generieren. Du kannst aber auch durch eine Selbstständigkeit deine Einnahmen generieren. Du kannst in diesen Bereichen auch Unterstützung erhalten durch Freunde. All das sind die Themen. Oder natürlich auch Investitionen. Merkur steht für Investitionen, das zweite Haus steht für die Einnahmen. Also es kann auch um finanzielle Investitionen oder Transaktionen gehen. Merkur bringt aber auch das sechste Haus mit sich, das Haus der Schulden. Und davon ist eher abzuraten, denn im sechsten Haus hast du den Mars. Das heißt, du kämpfst sowieso schon, um deine Pflichten zu erfüllen. Und so würden zusätzliche Schulden nur noch eine weitere Last, einen weiteren Kampf darstellen. Wir haben den Saturn schon eine ganze Weile in diesem Haus. Der Saturn beschreibt dich am zweitbesten. Deswegen die Bereiche des zweiten Hauses sind stark im Fokus für dich, sind sehr, sehr wichtig für dich. Der Saturn ist stark im eigenen Zeichen. Das heißt, mit viel Fleiß, mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen baust du dir im Außen Sicherheit und Stabilität auf. Geht es leicht? Das nicht, denn Saturn ist langsam. Saturn steht für Verzögerungen und er gibt die Bereiche auch nur mit harter Arbeit und Anstrengung. Das zweite Haus steht für die Eltern. Saturn steht für Pflichten. Es können auch Pflichten zu sehen sein, die in Verbindung mit den Eltern stehen. Ebenfalls haben wir die Sonne im zweiten Haus und zwar die ersten zwei Drittel im Monat. Die Sonne ist der Planet der Karriere, deines Berufs, deiner Handlungen. So dreht sich jetzt viel um deine Einnahmen in Verbindung mit deiner Tätigkeit.
Auch hier kannst du gewisse Begrenzungen erfahren oder musst vielleicht auch etwas kürzer treten. Im letzten Drittel haben wir die Sonne im dritten Haus. Jetzt kann sie sich besser entfalten, wenn sie vom Einfluss vom Saturn weg ist, denn die zwei mögen sich nicht sonderlich. Das bedeutet, im dritten Haus geht es jetzt mehr darum, deine Fertigkeiten oder auch dein Wissen beruflich einzusetzen, oder du hast auch beruflich mehr mit Kommunikation, mit Austausch zu tun. Du kannst aber auch Inspirationen haben. Vielleicht möchtest du sogar dir neue Fertigkeiten aneignen, die du dann wiederum beruflich einsetzen kannst. Im dritten Haus haben wir die Venus. Die Venus ist dort die ersten zwei Drittel im Monat. Sie ist sehr stark im Zeichen Fische. Du hast enorm viel Freude, wenn du dich deinen Hobbys, deinen Interessen widmest. Du kannst auch etwas Kreatives tun oder tanzen. Alles, was dir Freude bereitet in diesen Bereichen, das wirst du jetzt stark ausüben. Und das wird auch ein guter Ausgleich sein für anderweitige Themen oder Pflichten oder Bürden, die du zu tragen hast. Die Venus kann dir ebenfalls helfen, eine bessere Beziehung mit Nachbarn zu haben, eine bessere Beziehung mit jüngeren Geschwistern zu haben. Das letzte Drittel ist die Venus im vierten Haus. Das vierte Haus steht für die Mutter. Jetzt kann sie dir helfen, eine gute Beziehung zur Mutter zu haben. Oder ja, mit mutterähnlichen Personen. Auch dafür steht das vierte Haus. Du kannst dein Zuhause verschönern. Du kannst es dir gemütlicher machen. Du kannst auch etwas mit deinem Auto tun oder vielleicht möchtest du sogar ein anderes Auto kaufen. Die Venus regiert bei dir übers zehnte Haus. Das ist das Haus deines Berufs. Du kannst jetzt mehr von zu Hause aus arbeiten wollen. Wenn du ein Mann bist und du hast eine Partnerin, kann die Partnerin bei dir einziehen oder sie wird jetzt ganz wichtig auch für dich und deine Gefühle. Das vierte Haus steht auch für deine Gefühle, für dein inneres Wesen. Die Venus ist der Planet der Freude, der Liebe. So ist es eine Zeit, wo es dir auch innen besser geht, wo du dich besser um deine Bedürfnisse und Gefühle kümmern kannst. Das wird noch einmal unterstrichen durch den Jupiter, der sich ebenfalls in diesem Haus befindet. Auch er zeigt innen mehr Zufriedenheit, mehr Glück an, mehr Erfüllung. Der Jupiter möchte auch expandieren, möchte wachsen, wo in den Bereichen des vierten Hauses, wenn du in eine größere Wohnung ziehen möchtest, in ein größeres Haus oder eine andere Immobilie, eine schönere Immobilie haben möchtest, dann passt das in diese Zeit gut hinein. Kinder können wichtiger werden. Kinder sind jetzt ganz, ganz eng mit dir verbunden oder auch ein Partner, wenn du eine Frau bist und wenn du noch nicht mit dem Partner zusammen wohnst, kann auch er bei dir einziehen. Wir haben den Mondknoten Rahu im fünften Haus. Der Rahu zeigt an, dass du in diesen Bereichen noch etwas zu lernen hast, dass es etwas zu verbessern gibt. Er erzeugt dort auch Unzufriedenheit oder auch einen gewissen Stress. Das kann Kinder betreffen, wenn du Kinder hast, oder die Kinder selbst haben mehr mit Stress zu tun, oder eben es wirkt sich auch auf eure Beziehung aus. Das fünfte Haus steht für Investitionen. Der Rahu steht für Illusionen. Du solltest bei Investitionen sehr, sehr achtsam sein, denn du kannst hier die Situation nicht unbedingt richtig einschätzen. Das fünfte Haus steht auch für deine Talente, für deine Kreativität. Einerseits kannst du außergewöhnliche Talente haben, dich auf eine außergewöhnliche Art und Weise kreativ ausdrücken. Andererseits tust du dich vielleicht auch schwerer, wirklich etwas zu finden, was dich zufrieden macht in diesen Bereichen. Das fünfte Haus steht für deine Inspirationen und der Rahu steht fürs Ausland, für die Fremde. Wenn du Inspirationen mit dem Ausland hast, dann ist das auch eine gute Zeit, um dies jetzt umzusetzen.
Wir haben den Mars im sechsten Haus. Der Mars im sechsten Haus zeigt zum einen an, wie ich schon sagte, dass du kämpfst, um deine Pflichten zu erledigen, deiner Arbeit nachzugehen. Schulden können aber auch mehr eine Art Kampf darstellen. Es kann Auseinandersetzungen geben mit Kollegen, mit Kolleginnen in der Arbeit, in Verbindung mit Gesundheitsthemen, in Verbindung mit Schulden. Der Mars zeigt bei dir gleich doppelt das Zuhause an. Also entweder kommen irgendwelche Pflichten mit dem Zuhause auf dich zu oder Immobilien, die mit Schulden zu tun haben. Da kämpfst du dann eben auch, um hier deine, ja, Pflichten zahlen zu können. Und deswegen sagte ich schon, dass du eben dir nicht zusätzliche Pflichten diesbezüglich aufbürden sollst. Zum Thema Gesundheit, da ist es wichtig, dass du dich bewegst, dass du Sport treibst, so wie es eben für dich geht. Und dass du dich natürlich auch disziplinierst, damit du eben gesund bist und gesund bleibst. Zum Schluss haben wir noch den Ketu. Der Ketu ist der einzige auf der rechten Seite des Horoskops, wie du so schön sehen kannst bei dir. Der Ketu im 11. Haus bringt eine Abschlussenergie mit sich. Du kannst große, wichtige Ziele, Projekte, Vorhaben zu einem Abschluss bringen oder loslassen, wenn sie nicht mehr wichtig sind. Du kannst auch Titel erwerben, du kannst Abschlüsse erwerben, diese zu Ende bringen. Wenn du dich für die Astrologie interessierst, dann kannst du auch hier einen Kurs besuchen. Vielleicht möchtest du auch einen Titel dort erwerben oder in anderen spirituellen Bereichen. Ketu steht auch für die Spiritualität. Das 11. Haus steht des Weiteren für Gruppen und Gleichgesinnte. Verbinde dich mit Menschen, die sich spirituell interessieren oder die sich auch für die Astrologie interessieren. Dann kannst du dich mit diesen austauschen. Auf der anderen Seite solltest du dich frei machen von der Wertschätzung durch die Gesellschaft, von der Wertschätzung durch die anderen. Und du solltest dich nicht danach richten, was andere gut finden oder nicht gut finden, um das zu machen, wozu du inspiriert bist. Wenn dein Fokus zu sehr auf die Anerkennung durch andere gelegt wird, dann kann dich das wirklich abhalten, deinen eigenen Weg zu gehen. Und der Mondknoten Rahu im 5. Haus möchte aber, dass du deine Inspirationen auslebst, egal ob du dafür Applaus bekommst oder auch nicht. Gut, damit möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Zum Schluss noch einmal der Hinweis. Du kannst dir deine Sterne für 2023 erstellen lassen. Das ist eine Hilfe, um durch dieses Jahr zu navigieren, um zu erfahren, welche Bereiche im Vordergrund stehen, welche Gebiete, Lebensgebiete und in welcher Qualität sich diese zeigen, sprich ob du dort Rückenwind bekommst oder ob eher mit Gegenwind zu rechnen ist. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung unter dem entsprechenden Link. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und vielleicht bis bald.